Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Kölner Live. Willkommen bei Kölner Live und bei uns zu Gast ist jetzt die Integrationsministerin Susanne Raab. Grüß Gott, Frau Ministerin. Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Frau Ministerin, heute hat der runde Tisch stattgefunden nach diesen Ausschreitungen, die es bei Demonstrationen in Favoriten gab, zwischen Kurden und Türken. Was ist denn da jetzt heute rausgekommen bei diesem runden Tisch? Weil die, um die es ging, die haben ja nicht daran teilgenommen, die haben ihn ja gestern sehr kurzfristig abgesagt. Also wir haben uns heute sozusagen von Sicherheitsperspektive, aber auch von Integrationsperspektive zusammengesetzt. Also der Innenminister, seine Experten, sein Generalsekretär, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit und auch unsere Experten aus dem Integrationsbereich, um uns anzusehen, was kann man eigentlich jetzt kurzfristig, wenn es zu diesen Gewalteskalationen wieder kommen sollte, aber auch langfristig in der Prävention solcher parallelgesellschaftlichen Strukturen tun. Das einmal zum Ersten. Zum Zweiten, ja, unsere Einladung auch an türkische und auch kurdische Vereine wurden teilweise nicht angenommen. Da gab es Gesprächsverweigerungen. Da haben unsere Vorgespräche ergeben, dass die Fronten zwischen türkischen und kurdischen Vereinen einfach so dermaßen verhärtet sind, dass man sie nicht mal gemeinsam an einen Tisch setzen möchte. Und das zeigt für mich einfach, wie tief die Gräben sind, wie dramatisch dieser Konflikt, der ja aus der Türkei kommt, hier auch durch Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund hier in Österreich ausgetragen wird, was aus meiner Sicht natürlich höchst problematisch ist. Deshalb werden wir die Vereine nun einzeln gemeinsam mit dem Verfassungsschutz laden, um jedem einzelnen Vereine zu erklären, was auch aus unserer Sicht ihre Verantwortung ist im Integrationsbereich, aber auch für den Frieden in Österreich, dass wir erwarten, dass unser Rechtsstaat, unsere Demokratie, unser Wertesystem einfach durch Vereine und durch alle Menschen, die in Österreich leben, hochgehalten und eingehalten wird. Sie haben Sie gerade angesprochen, das grenzt ja fast an Gesprächsverweigerung, wenn Ihnen die am Tag vor diesem Gipfel absagen, das ist ja Affront. Also es waren immer zwei Gesprächsrunden geplant. Der heutige Tag war geplant, um die Stakeholder aus dem Integrations- und Sicherheitsbereich zusammenzubringen. Aber natürlich der Vereinsgipfel, sozusagen diese Krisensitzung, diese Anti-Gewalt-Sitzung mit den Vereinen war auch geplant. Ja, es zeigt, wie tief die Gräben sind. Nicht umsonst hat es ja gewalttätige Ausschreitungen gegeben zwischen den pro-kurdischen Demonstranten und eben auch von türkischer Seite. Die türkischen Vereine, wir haben versucht, all jene Vereine, wo wir glauben, die sind direkt oder indirekt auch in diesen Konflikt involviert, an einen Tisch zu holen. Wir lassen uns das als Republik jetzt auch nicht gefallen, dass man hier nicht sprechen will. Wir werden uns, der Verfassungsschutz und auch das Integrationsministerium, jetzt die Vereine einzeln holen. Wann wird das passieren? Gibt es da schon Termine? Naja, wie gesagt, wissen wir seit gestern, dass diese Krisensitzung in dem von uns geplanten Weg nicht stattfinden kann. Und jetzt werden wir nacheinander die Vereine zu unterschiedlichen Terminen einladen. Jetzt gab es ja heute eine Pressekonferenz, auch eine gemeinsame mit dem Innenminister nach diesem Gipfel. Und da wurde gesagt, dass Sie jetzt auch untersuchen lassen wollen, ob es da Einflussnahme aus der Türkei gab auf diese Demonstranten. Gibt es Hinweise in diese Richtung? Naja, wir wissen ja schon seit langem, dass es Einflussnahme der Türkei auf Vereine auch hier in Österreich gibt. Und jetzt ist die Frage, die eine sicherheitspolitisch relevante ist, die der Innenminister genau hinterfragt, ob diese Einflussnahme nun auch direkt in unmittelbaren Zusammenhang mit den Gewalteskalationen steht. Der Innenminister hat festgestellt, dass erste Hinweise auch darauf schließen lassen. Es ist wichtig, dass wir die Hintermänner hier ausforschen, dass wir auch alles tun, um den Einfluss der Türkei offenzulegen, um ihn abkappen zu können, überall. Und der zweite Aspekt ist jener der Prävention. Also zum einen, wie entstehen solche parallelgesellschaftliche Strukturen eigentlich? Hier hat man auch jahrelang zugeschaut, hier hat man auch jahrelang überhaupt das Problem negiert, Probleme zugedeckt. Hier spricht man oft von einer romantischen Vorstellung von Multikulturalität. Ich möchte die Dinge beim Namen nennen, ich möchte auch die Probleme in der Integration adressieren, ganz klar. Und diese parallelgesellschaftlichen Strukturen sind der Nährboden für Extremismus und der Nährboden für Gewalt, wie wir in Favoriten gesehen haben. Sie haben gerade diese romantische Vorstellung der Multikulturalität angesprochen. Ist Multikulti Ihrer Meinung nach gescheitert?
das ist jedenfalls keine gelungene Integration, die wir hier vorfinden, das ist ganz klar. Natürlich, eine gewisse Diversität in einem Land kann auch was Gutes sein, aber da müssen viele Kriterien erfüllt sein. Da muss erfüllt sein, dass Menschen auch etwas zu ihrer eigenen Integration beitragen, Selbstengagement, Eigenverantwortung, dass man natürlich alle Chancen in Österreich bekommt. Aber ich glaube, das tut man. Also ich bin davon überzeugt, dass Österreich ein Land der Chancen ist, dass Österreich ganz viel bietet. Österreich tut auch sehr viel im Integrationsbereich. Aber das muss auch angenommen werden. Da muss aktiv mitgewirkt werden. Diese Integrationsangebote, die müssen auch wahrgenommen werden. Und viele Jahrzehnte hat man geglaubt, es reicht, wenn man tolerant genug ist, eben eine sehr romantische Vorstellung von Multikulturalität. Und mittlerweile wissen wir, das ist nicht der Fall, es braucht viel mehr. Und dieses Verständnis, dass es hier um Integrationsprobleme geht, dass das Themen sind, die wir gemeinsam adressieren müssen, die wünsche ich mir auf allen Ebenen, Bund, Stadt, bis auf Bezirksebene, natürlich auch die Menschen mit Migrationshintergrund, all jene müssen am Gelingen von Integration mitwirken. Aber dieses Integrationsproblem sehen Sie insbesondere in der Stadt Wien? Ja, also wir haben keine andere Stadt in Österreich, wo jetzt hunderte Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, mit türkischen Fahnen, türkischen Parolen, teilweise dem türkischen Wolfsgruß durch die Straßen ziehen. Also natürlich, hier haben wir ein Ballungszentrum, wo es viele soziale Brennpunkte gibt, wo beispielsweise in gewissen Bezirken ein sehr hoher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist, aber nicht nur das, wo eben Vereine am Werk sind, die auch die politische Einflussnahme aus dem Ausland auf die Jugendlichen ausüben, wo es auch natürlich sozialpolitische Faktoren gibt. Da gibt es jetzt unterschiedliche Indikatoren, die auf Parallelgesellschaften einspielen, möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber es geht darum, wie ist die Bildungsbeteiligung der Menschen, die in diesen Ballungsräumen liegen, wie ist natürlich auch wie wird die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Erwerbsbeteiligung der Frauen mit Migrationshintergrund in diesen Bezirken gelebt. All das sagt uns, haben wir einen sozialpolitischen Brennpunkt oder auch nicht, und Favoriten ist ja sicherlich etwas, das man genau im Auge haben muss. Sollten sich diese Hinweise jetzt wirklich bewahrheiten, dass diese Störfeuer, die es da gab bei den Demonstrationen, diese Krawalle wirklich von oberster Stelle aus der Türkei gesteuert wurden, sind Sie dann dafür, dass man hier auch diplomatische Schritte setzt, dass man vielleicht sogar den türkischen Botschafter ausweist? Ich bin jedenfalls dafür, sollte sich die Einflussnahme der Türkei auf die Gewalteskalationen in Favoriten, sollte sich das bestätigen, dann bin ich dafür, dass man alle Schritte setzt. Da bin ich für diplomatische Schritte, da bin ich dafür, dass man hier auch, wenn es die rechtlichen Beweise zulassen, auch Vereinsauflösungen vornimmt. Da bin ich dafür, dass wir hier auch natürlich strafrechtlich unseren gesamten Rechtsrahmen ausschöpfen. Ja, also wir werden hier keine Toleranz tun, wir haben hier keine Toleranz für gewalttätige Konflikte im Inland und die Einflussnahme der Türkei auf Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Jetzt sind am Freitag schon wieder oder ist am Freitag schon wieder eine Demonstration geplant in Favoriten. Was soll denn da jetzt passieren, damit es dann nicht wieder zu solchen Ausschreitungen kommt? Naja, zum einen wird es wichtig sein, hier auch mit den Vereinen zu sprechen, wo wir eben glauben, die direkt und indirekt auch Einflussnahme haben auf die Demonstrationen und auf die Gewalteskalationen, die da gefolgt haben. Und zum Zweiten, dass der Innenminister wird ein großes Polizeiaufgebot auch wieder zu diesen Demonstrationen entsenden. Er hat die Polizeipräsenz in den Vierteln und rund um die Orte der Versammlung auch verstärkt. Das wird er auch weiterhin tun. Für uns ist es so, dass Versammlungsfreiheit in Österreich ein großes Gut ist. Und es ist auch die Aufgabe der Polizei, die Ausübung dieses hohen Gutes zu begleiten und zu unterstützen. Und das tut der Innenminister auch. Sie haben ja angekündigt, dass die Dokumentationsstelle für politischen Islam sehr rasch starten soll. Wird das noch im Juli passieren? Ja, ich bin jetzt in den letzten Zügen, diese Dokumentationsstelle politischer Islam auf den Boden zu bringen. Diese Dokumentationsstelle ist für uns besonders wichtig aus zwei Gründen. Zum einen, wir müssen Licht ins Dunkel bringen in die Vereine, in die Netzwerke, in die teilweise auch Bildungseinrichtungen,
in die islamischen Bildungseinrichtungen, wenn ich an die Debatte rund um die islamischen Kindergärten denke, all diese Strukturen auch in den sozialen Netzwerken müssen wir aufdecken, damit wir aktiv dagegen ankämpfen können. Und zum Zweiten, es geht um diesen Nährboden, um den gesellschaftlichen Nährboden, wo sich Extremismus ausbreitet. Und da ein solcher gesellschaftlicher Nährboden sind eben abgeschottete Milieus. Wenn unser Gesellschaftssystem nicht anerkannt wird, wenn es zu keinem Kontakt mit den Österreicherinnen und Österreichern kommt, wenn dort Vereine am Werk sind, die aus der Türkei beeinflusst sind, all das ist so ein Nährboden für Extremismus, ein Nährboden für die Gewalteskalation in den Favoriten, aber auch noch für viel mehr. Und diese beiden Säulen, also Parallelgesellschaften auszuforschen und früh zu erkennen, wo Parallelgesellschaften sich bilden, aber auch die Netzwerke und die Vereine auszuforschen, das ist die Aufgabe dieser Dokumentationsstelle. Und wenn das dann ausgeforscht wird, was passiert dann damit? Was ist dann sozusagen der weitere Schritt? Weil es ist natürlich gut, dass das einmal ausgeforscht wird, nur davon allein kann man sich ja noch nichts kaufen. Wie wird dann weiter vorgegangen? Wie stellen Sie sich richtig das vor? Richtig. Also es braucht auf jeden Fall mal gemeinsames Problembewusstsein, an dem arbeiten wir. Es gibt ja auch viele, die sagen, wir haben da kein Integrationsproblem oder es gibt keine Parallelgesellschaft in Wien. Mir ist wichtig, immer die Probleme beim Namen zu nennen und das auch wissenschaftlich zu begleiten und auszuforschen. Zum Zweiten, ja, dann gibt es oft eine Schnittstelle zu den Sicherheitsbehörden. Das heißt, wenn wir herausfinden, dass hier auch strafrechtlich relevante Vergehen in den Vereinen oder in Netzwerken stattfinden, dann werden das Themen sein, die wir den Sicherheitsbehörden oder auch dem Verfassungsschutz übergeben. Wenn wir feststellen, dass Vereine gegen Strafrecht verstoßen oder gegen andere Gesetzesgrundlagen auch gegen das Vereinsrecht verstoßen, dann wird man Vereinsauflösungen oder die behördliche Prüfung von Vereinsauflösungen auch einleiten. Also da gibt es unterschiedliche Instrumente und wichtig ist natürlich auch, dass wir die Vereine, und die Strukturen kennen, weil was nicht sein kann, ist, dass mit österreichischem Fördergeld dann auch solche Vereine noch womöglich finanziert werden. Aber muss dann nicht beim Gesetz gegen den politischen Islam nachgeschärft werden? Weil wir hatten ja den Fall, dass viele dieser Vereine dann aufgelöst wurden, dann haben sich die einfach wieder neu gegründet oder ein neues Schild angebracht und sind dieses Gesetz sehr geschickt umgangen. Muss man da Ihrer Meinung nach noch nachschärfen? Also wir werden auch gemeinsam mit dieser Dokumentationsstelle politischer Islam, das ist auch die Aufgabe, genau überlegen und eruieren, ob eine gesetzliche Änderung notwendig ist. Ja, ich bin dafür, dass wir gesetzlich gute Handhabe haben, aber damit man die ganzen gesetzlichen Instrumentarien auch ausschöpfen kann, braucht man eben auch Fakten. Man braucht Fakten, man braucht Beweise und all diese Fakten soll auch die Dokumentationsstelle schaffen, um dann auch von den jetzigen gesetzlichen Möglichkeiten so Gebrauch zu machen, dass das dann auch hält. Sie haben ja am Sonntag bei uns in der Tageszeitung Österreich angekündigt, dass Sie sich wünschen, dass eine Frau diese Dokumentationsstelle leitet. Haben Sie da schon jemand konkret im Auge? Es gibt viele Frauen, die hier auch Expertise in diesem Bereich haben. Warum wünsche ich mir auch eine Frau in diesem Bereich? In all diesen abgeschotteten Milieus, von denen ich vorhin gesprochen habe, sehe ich vielfach auch patriarchale Strukturen, die hier sehr stark am Vormarsch sind. Auch Strukturen, wo die Gleichberechtigung von Mann und Frau abgelehnt wird. Man sieht vielfach an der Bildungsbeteiligung der Menschen, beispielsweise der Frauen mit türkischem Migrationshintergrund, dass die Erwerbsbeteiligung, die Bildungsbeteiligung sehr, sehr niedrig ist, dass wenige Frauen hier arbeiten gehen. All das sind Themen, die mir auch wichtig sind, in dieser Dokumentationsstelle zu bearbeiten. Und welche Frau das dann am Ende des Tages oder auch welcher Mann das leiten wird, das wird eine Ausschreibung ergeben. Aber klar ist, persönlich würde ich mir eine Frau wünschen. Abschließende Frage noch, Frau Ministerin, Sie sind ja auch Frauenministerin. Im Internet gibt es momentan viel Aufregung um eine sexistische Karikatur der Oberösterreichischen Nachrichten, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigt. Haben Sie diese Karikatur schon gesehen? Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe es genau vor einer Stunde in etwa erst gesehen. Finde, das geht gar nicht. Also wenn Frauen in der Politik in dem Fall auf solche sexistische Art und Weise auch gezeigt werden, dann ist bei mir der Spaß vorbei, Karikatur hin oder her.
Dementsprechend werde ich mich auch dazu äußern. Gibt es Ihrer Meinung nach generell ein Sexismusproblem, dass gerade Politikerinnen oder Frauen in der Öffentlichkeit da eben despektierlich oder sexistisch teilweise verunglimpft werden? Also ich habe gerade heute gemeinsam mit Justizministerin Sadic und Verfassungsministerin Edtstadler auch einen Ministerratsvortrag eingebracht, wo wir gegen Hass im Netz ankämpfen. Und das ist auch eine Form von Hass im Netz, wenn Frauen hier verunglimpft werden, herabgewürdigt werden. Und ja, unsere Zahlen zeigen auch, dass das vielfach natürlich ein Problem ist, das Frauen, besonders junge Mädchen betrifft. Hass im Netz, Gewalt im Netz und die Herabwürdigung der eigenen Person. Ja, ich glaube, es ist ein Thema, das vielfach, unter dem vielfach Frauen leiden. Und daher war es mir auch als Frauenministerin wichtig, die Frauenperspektive auch im gesamten Thema Hass im Netz auch mitzunehmen, um dagegen anzukämpfen. Weil ganz schlimm ist das insbesondere für junge Mädchen. Ganz schlimm ist das auch für das Selbstbewusstsein, für den Selbstwert von jungen Mädchen, wenn die beispielsweise in der Schule mit sowas konfrontiert sind. Das geht gar nicht. Und ja, natürlich, wir Frauen in der Politik sind vielfach einer größeren Öffentlichkeit ausgesetzt. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch eine dicke Haut haben. Aber irgendwo ist der Spaß dann auch vorbei. Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie im Studio waren. Danke auch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück. Dann geht es gleich weiter mit uns, bei uns, und zwar mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Diskutieren ja immer am Mittwochabend hier. Heute werden Sie zu den aktuellen Corona-Maßnahmen sprechen, und zwar vor allem zur Maskenpflicht. Brauchen wir eine Maskenpflicht oder nicht? Wir haben ja heute auch erfahren, dass Kärnten jetzt ebenfalls nach Oberösterreich eine Maskenpflicht zumindest am Abend an den sogenannten Tourismus-Hotspots einführen wird. Soll es überhaupt eine österreichweite Maskenpflicht geben? Dazu gleich mehr. Kurze Werbepause, und dann bin ich gleich zurück mit Peter Westenthaler und Josef Czapp.